Oh, ist das glatt. Ist das rutschig, ja. Ich konnte noch nicht starten, ich musste noch zwei Autos durchlassen. Wie gesagt, vorne an der Ampel, an der Kreuzung dann nicht rechts. Bin schon da. Also wenn die zwei Autos durch sind, da bin ich auch schon. Kannst direkt weiter. Jo, ich kenne die. Jetzt sehe ich auch mehr, ehrlich. Ich habe das Visier unten, das wird jetzt. Oh, guck ihn da vorne an, Alter. Ich fahre jetzt noch bis zum Ortsausgang mit so einem ganz klein bisschen Schok. Bis dahin wird die Maschine dann warm sein. Oder eben genug auch so annehmen. Im Grunde muss man die ja auch erst wieder ein bisschen warm fahren, bevor man die jetzt prügeln kann. Nee, nee. Erst im nächsten Ort oder übernächsten Ort geht es dann irgendwann so rechts weg, nachdem es vorher auch schon eine andere Möglichkeit gab, rechts wegzufahren. Und das wird dann die richtige sein. Und dann ist die Strecke cool. Oh, so ist schon wieder viel angenehmer. Es ist jetzt zwar noch kälter, ne? Und die Handschuhe sind nass und so weiter, aber ah. Jetzt kann ich wieder was sehen und ach, das ist doch viel schöner. Ich meine, gut, das ist ja auch noch innerorts, ne? Weil außerorts mit weniger Beleuchtung wird es jetzt auch wieder ein bisschen schlechter werden für mich, aber. Geil. Ich habe 9966. 0,7. So, jetzt kann ich den Schok wahrscheinlich rausmachen. Zack. Nee, das ist noch zu früh, soweit ich weiß. Wenn ich sehe, kann ich dir sagen, dass das das Richtige ist. Aber soweit ich weiß, geht es hier erstmal noch aus dem Ort raus. Jetzt merke ich langsam, wie die rechte Pobacke Wasser irgendwie vom Sitz bekommt. Jetzt zieht sich aber auch der Ort, hä? Oh ja, jetzt wird der Arsch nass tatsächlich. Scheiße. Was denn? Gar nichts mache ich. Warte mal, wir haben das in Stehlingen. Ist es das? Nee, das ist es nicht. Das hier ist es nicht, bin ich der Meinung. Ah, vielleicht war es doch hier lang, Robin. Ja, da gibt es nämlich noch eine, kein Thema. Da kommen wir auch auf dieselbe dann wieder drauf. Ich habe nichts gemacht. Wie sich dieser Ort zieht, hä? Was ist jetzt alles parallel zur B6?
Warum fahren wir eigentlich so langsam? Merkwürdig, ich habe nichts anders hier. Hörst du mich denn ganz normal? Oh, Achtung, Kurve. Vielleicht scheuert das eine Mikro an dem anderen Mikro. Oh, Stoppschild. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Da muss es eigentlich rechts sein. Ja, und das Wasser kann auch mal scheiße sein, ne? Wenn man die Strecke nicht so kennt, ist das nicht so geil. Oh, ich bremse vorher.
Wo müssen wir lang? Links nach Langenhang oder? Oder geradeaus? Ach ja, das, jetzt kann ich mich an die Kreuzung erinnern. Ja, ja. Ja, ja, genau so ist es. Und wir wären ansonsten von rechts gekommen, wenn wir jetzt so gefahren wären, wie die Navi vorhin gesagt hat. Ja, ja. Aber das ist die bessere Strecke, finde ich. Genau. Wir haben letztens die Cops gestanden und haben Autos rausgezogen.